Hallo und herzlich willkommen zurück bei GTA Online, wo wir inzwischen wieder in der Innenstadt sind. Freunde, was machen wir heute? Ja, wir wollen Burnout hier gerade, richtig mit Benzin hier. Das ist ja ein geiler Trick. Geiler Burnout, Alter! Junge. Und also, der Benny, der Drecksack, schiebt mich dann auch rein in die Explosion. Geil, wie die Autos da brennen. Wo ist mein Motorrad? Hä, wieso liegt das jetzt da hinten? Damit habe ich nichts geknallt. Na, Ju? Mal, Tobi, geile Karre. Boah, hier fliegt alles in die Luft. Meine Karre brennt. Wir hauen ab. Boah, Burnout. Ja, Burnout. Hat's das nicht gerade noch gut gefunden? Boah, finde ich nice. Sieht super aus. Kann dir nur nicht mehr fahren. Was explodiert denn hier? Soll die aussteigen? Steht sogar mein Auto. Huch. Oh, oh. Oh. Oh, das war mein Auto. Nein! Alter. Boah, ist ja ein Knaller, die Folge, ey. Der Tobi hat mich doch schön hingefahren. Boah, Alter, überall ausgebrannte Karren, die eben noch so schön aussahen. Geil, Tobi. Unfassbar. Guck mal, da liegt Benzin. Das war jetzt aber teuer, Dennis, ne? $3,000. Für mich alleine. Ich hab noch 50.000. Aber real money. Ja, ja. Ihr wisst das alle gar nicht, Leute. Immer wenn ich den Gronkh erledige, muss ich den in der Realität 100 Euro geben. Natürlich. Deswegen lass mich ja so oft abknallen. Deswegen fahre ich auch in Urlaub, erstmal am 8. Oh, die Feuerwehr! Ey, du, wenn wir jetzt so die Helis ab... Alter, sind die doof. Alter! Was ist mit meiner Benzinspur? Cooler, das ist doch langweilig. Song hier im Radio, ne? Oh, die haben uns. Gronkh, du musst jetzt durchs Feuer fahren mit deinem Motorrad. Das ist ja die erste kleine Mini-Challenge das hier. Das ist aber nichts Aufregendes, ehrlich gesagt. Das wird gleich richtig geil aussehen. Warte mal ab. Ich werde aber nicht brennen. Pass auf, Ranger. Du wirst total in Flammen stehen. Ich glaube noch nicht dran. Nein, Tobi, leg da! Jetzt geht's ab. Okay, bist du bereit? Ja. Warte, bis die Flammen richtig glühen. Und dann kommt Reschi. Flimm. Und macht sie aus. Und der Feuerwehrmann. Ach, der Feuerwehrmann. Alter. Toll, die Flammen sind schon weg, Alter. Der Feuerwehrmänner ist auch am Start. Das war beeindruckend. Da kriege ich aber nochmal hin, vielleicht. Tobi, ich würde es gerne mal so wie bei so einer Flammenshow probieren, weißt du? Komm, ich schöne Tobi einpacken. Das hat nicht geklappt. Ich mach mal hier auf eine kleine Stelle ganz viel. Der Tobi ist vor allem eine Wie heißt die kleine Stelle Tobi Currywurst? Ja, bitte nicht rumfahren, mich. Hallo Tobi. Oh. Okay, die brennt schon. Wie geht's dir, Tobi? Oh. Sie brennt. Sie ist jetzt verbrannt. Alter, siehst du, du brennst. Geil, sah cool aus. Ja, wir bringen da die Bullen mit. Von wegen, ich brenn sowieso nicht. Die menschliche Fackel. Ist ganz nice. Schade. Willst du nochmal? Ja, gerne. Warte. Du musst es auf einem kleinen Radius halt echt machen. Oh, ich sehe schon einen kleinen Radius da hinten. Oh, das ist ein bisschen. Benny? Okay, wir brennen. Tobi, fahr weg! Yeah! Tobi, fahr weg! Schade, hat nicht funktioniert. Muss Wie soll ich das Ding jetzt gemacht haben? Da liegt eine Haftbombe, Vorsicht, pass auf. Vorsicht. Yeah! Huch! Entschuldigung. Ja. Du brennst. Ich bin ein Marshmallow. Geil. Yippie. Alter, wie heißt der noch? Ghost Rider. Genau, geil. Alter. Ich bin halb explodiert. Ich bin ja gerade hinterhergelaufen. Das ist ja wunderbar. Geil. Das ist ja wunderbar. Tobi? Was denn? Der Ghost Rider für Arme. Ey, du hast ja gar kein Geld. Schade. Die hören uns ja gar nicht zu. Boah. Kennst du Ghost Rider für Arme? Au, heiß. Erzähl nochmal. So, was denn? Das war doch eine super Challenge gerade, fand ich schon mal. Ghost Rider Challenge. So, und was jetzt? Was machen wir jetzt, Tobi? Was? Du wolltest was sagen. Den Geist besuchen! Genau, das wollten wir machen ursprünglich, als ich noch ein Fahrzeug hatte. Hello, this is Morse Mutual Insurance. Als ich noch nicht bei der Versicherung anrufen musste, mein wacker geschlagenes Auto hier. Ja, ich auch gerade, das Motorrad. Das Moped. Hau ab, Tobi! Und Bam, komm! Happy New Year! Alter! Oh, du bist mir gerade ins Auto gelaufen, sorry. Alter, ihr Penner! Was macht ihr denn da eigentlich? Geil, Benny. Nein, was hat der Weekend für ein Problem? Tobi, was will der, ey? Ah, sehr schön. Randale! Huch! Hä? Ist gerade einfach ein Wagen verschwunden, in den ich einsteigen wollte. Ja, ich muss jetzt mal gerade meine Autos wieder. Pass auf, Tobi, die hat eine Haftbombe! Gib Gas, Tobi, fahr! Also, nein. Oh, danke. Nein! Fahr weg! Komm, Ben! Da haben wir die Fahrzeuge wieder und jetzt hole ich mir mal. Boah, Alter, diese Bullen! Das gibt's doch nicht! Ey, Pandoria! Ich hab noch nichts getan! Wieso töten mich alle? Ich hab noch nichts getan, ich bin noch lieb. Ich geh gerade kurz in meine Garage, hol meine Karre eben, dann komme ich zu euch. Tobi, wie du das Ding in der Hand hast. Du musst einfach voll. Jetzt! Cool, jetzt und los! Motorräder. Ah, die waren nix. Weißt du, du musst da voll reinfahren, Alter.
Das Coole ist, jetzt haben wir zwei davon. Ne? Das ist echt nice. Falls mal einer pannen kommt, haben wir immer eine Maschine. Oh. Jetzt. Deswegen war es gar nicht so schlimm, dass... Oh. Was macht der da? Hat den richtigen erwischt. Ja, wir warten, dass ihr bereit für den Geist seid. Der Tobi, ich bin bereit. Ich komme mit Motocross-Maschine. Nicht mit Motocross, sondern mit Rennmaschine. Warte mal, Tobi, warte mal. Und Action. Warte. Warte, Tobi. Oh, scheiße. Oh, Alter. Okay, wir wollten zum Geist fahren. Wo ist denn der Geist? Der Gronkh hat eine Haftbombe. Pass auf, Tobi, der Gronkh hat eine Haftbombe. Hä? Nein! Das ist irgendwann geschmissen, der Gronkh. Ich hab's gerade gesehen. Hab doch nichts geschmissen. Alter, wie soll ich umfahren wollen? Aber ich hab nichts gemacht. Alter, ihr habt mich vorhin selber umgefahren, ihr Penner. Der Gronkh brennt, ne, gar nicht. Boah! Pass auf, Tobi, pass auf. Wie soll ich umfahren wollen? Die kleinen Stricher. Ich steige einfach rüber. Könnt ihr gucken. Nein! Jetzt ist wieder so eine Ausrasterfolge. Und wir müssen dieser Folge auch noch was ankündigen, obwohl wir wieder nichts hinkriegen. Ja, das stimmt. Ab heute leider nur die Folgen alle zwei Tage. Ja, voraussichtlich, das weil wir es wahrscheinlich es liegt bekommen. Daran, dass wir auf den Tobi, Bahamas sind und da natürlich nicht aufnehmen können. Wegen Internet. Man kann ja ganz kurz sagen, dass der Tobi, der Benny und ich und vielleicht der Curry und so weiter, wir werden das in zwei Tagen Rhythmus auch spielen. Also, ohne die beiden Super-Homies. Also wir wollten aber natürlich auf den Bahamas spielen, aber Internet ist da doof, ja. Deswegen können wir es leider nicht. Wir wollten ja unbedingt auf den Bahamas Let's Play. Ja, wir sind ja gerade in der Vorproduktion, muss man halt sagen. Und deswegen haben wir uns alle gedacht, nee, alle zwei Tage ist ja easy going, reicht ja auf alle Fälle. Und deswegen, easy. Wir machen ja auch noch viel anderen Kram und viele Explosionen und alles drum und dran. Und Gronkh.de hat da Weed gerade erledigt. Oh, wollte ich gar nicht. Ich hatte da noch so eine Haftbombe liegen von vorhin. Mit der habe ich eigentlich nur eine Rechnung offen. Guck mal, Pandoria. Drei Sterne? Guck mal, Pandoria. Das muss es auch mal geben, oder, Tobi? Ist schon ganz lustig, aber ich hab ein bisschen Angst um mein Auto, muss ich sagen. Schön. Boah, die Karre voll besucht. Pandoria, einfach, das ist ja super süß. Guck mal hier, so. Nein, das ist nicht süß. Eigentlich wollte ich zur Werkstatt eben schnell. Schade. Die Cops haben mich eliminiert. Boah. Ich wollte mir den Geist besuchen. Lass den Wagen doch einfach vom Gronkh zerschrotten, dann kriegst du einen neuen. Ich kann nicht, ich muss flüchten vor der Polizei. Ich muss mal ganz kurz wieder bei der Versicherung anrufen, damit ich mein zweites Motorrad dann wieder kriege doch. Und die haben ja 4 Sterne, krass. Oh, der feine Herr mit seinen 2 Motorrädern. Ich bin tot. Warum? Ist das ein Hobby? Ja. Ach so. Boah, 4 Sterne. Bei mir fährst du aber noch weiter, Alter. Das war ja so, Tobi, wenn man sich im Depot befindet, also wenn sich das im Depot von der Versicherung befindet, dass ich das dann in der nächsten Session automatisch in der Garage hab, ne? Ja, das kriegst du auch nach einer Zeit dann in die Garage. Ja, ja. Hä? Alter, wieso hat er das nicht hochgesprengt? Alter, das ist doch ein Witz. Lieben Gruß vom Flo. Flo! Liebe Grüße, Flo! Liebe Grüße zurück! Wer auch immer Flo ist, Flo! Du kennst doch wohl Flo! Ach, den Flo! Der Flo! Der legendäre! Ah, ich dachte schon. Florian Silbereis. Ja, natürlich, welche auch sonst. Kriegen nichts hin, ne? Sollen wir nochmal zum Geist fahren jetzt irgendwann, oder? Das schaffen wir von der Zeit her, glaube ich, eh nicht. Wir wollten das machen, aber bis Mitternacht müssen wir erst. Mein zweites Motorrad geht überhaupt nicht zurück. Aber das zählt ja auch jetzt bei der Versicherung. Deswegen kann ich von Glück reden, dass ich mir noch diese hier geholt habe. Bin ich tot. So, jetzt komme ich mit dem Motorrad und bitte lass uns dann vielleicht mal los. Wohin? Wenigstens schon mal den Weg antreten. Bist du, Tobi? Ich renn gerade zu meinem Auto, was da vorne kurioserweise steht. Damit wir dann wenigstens irgendwie, Sterne. Ihr wisst Bescheid, ne? Na also. Damit wir in der nächsten Folge immerhin dazu kommen, diesen Geist vielleicht dann auch mal zu sehen. Ja, sollten wir uns mal auf den Weg machen langsam. Ja. Oh, schlechte Idee. Au! Ich hole noch schnell mein Auto. Fahr da jetzt einfach mal. Boah, Alter. Wo bist du denn, Tobi? Ich würde gerne hinterherfahren. Ich fahr grad Richtung Werkstatt. Bleib mal kurz stehen. Ja, warte mal. Du das da hinten, warte mal. Och nö. Boah, die Bullen ja überall, ey, das gibt's doch gar nicht. Christus, komm! Wo ist denn der Geist? Wo muss ich da hinfahren? In der Beweg 7. Ich bin langsam wirklich auf den Geist. Ding dong! Der Geist ist gerade immer mit einem Berg, ist der. Wo, also, Alter, fahrt ihr schon zum Geist oder was? Ja, ich will zum Geist, weil wir müssen uns auf den Weg machen. Die ganze Kolonne fährt dahin. Kann mich jemand mitnehmen vielleicht? Weil wir laufen ja gerade zu Fuß. Ich bin gerade im Tobi hinterher, der fährt zum. Ja, warte, ich hab mein Auto mal schnell repariert. Ich kann nicht mehr fahren. Ah, guck mal, hier ist der Serrazar. Oh. Meine Maschine wurde leider geschrottet. Nari. Kauf dir einfach eine zweite. Hä?
Hab ich auch gemeint. Wenn eins im Schrott ist, kann ich da. Ne, die ist ja eh wieder, aber ich muss mal gucken, ob der Techniker, ob der irgendwas rüberbringen kann. Oh, vielleicht, Tobi, hey! Ich finde Tobi da, ja? Los geht's. Das hab ich gerade angehört, wie wisst ihr denn, wo es lang geht? Nee, ich weiß nicht, wo der Geist ist. Aber der Avenger weiß das bestimmt. Alter, wer sprengt den hier schon alles in die Luft? Weißt du, wer, wo der Geist ist? Ich weiß das eigentlich, aber ich hab's vergessen. Ah ja, klar, das sagen sie alle. Du hast wahrscheinlich sogar ein Tipps und Tricks Video gemacht. Ja. Genau. Erinnern. Du bist so ein Vogel, Alter, ist echt traurig. Ey, weißt du, wie lange das her ist? Ja, komm, 2 Monate, wie lange ist das Spiel raus? Oh. Du Arsch! Warum bremst du denn einfach, Sarah? Du hättest mir beinahe meinen. Das finde ich nicht okay, was du machst. Nein! Ja. Vorsicht, Avenger! Guck mal, wie der Päckchen da liegt, so, weißt du? Ich hätte reinfahren sollen. Boah, ich warte mal, ich probier gerade mal über dein Auto zu springen. Ich möchte echt mal gern so eine Plastikhaftbombe haben, einfach. Nur für zu Hause. Sieht bestimmt lustig aus. Ich würde mal gern mein Motorrad aufpimpen. Ich würde mal gern mein Motorrad fahren, Alter. Kommt hier mal der Mechaniker? Okay, ich folge an, oder wem? Ich fahre dem Avenger jetzt mal hinterher. Avenger fahr mal hinterher, der weiß das scheinbar. Avenger, weißt du das wirklich? Ja, so ungefähr schon, aber. Ah, super, das ist ja schon mal wenigstens etwas. Avenger, guck einfach mal ein Tipps- und Tricks-Video, da siehst du das dann. Wer ist das denn? Kannst du alles auf meinem Kanal sehen? Sorry. Ah, Tobi! Alter! Boah, ich hab beinahe eine Wanne umgefahren. Boah, dieser Schweinepriester, ey. Oh, der hat schon wieder was in der Hand. Ja. Der hat eine Granate fallen lassen. Das wollte ich gar nicht. Fahrt ihr jetzt zum Geist, wo es Tag wird? Ja, bis wir da oben sind, das dauert doch noch. Ja, Alter. Reden wir doch die ganze Zeit. Ich sehe schon. 500 Mal gesagt. Na, ich war mir nicht so sicher, ob man wirklich so doof ist. Weißt du? Da frage ich nochmal. Was? Wo bist du denn, Gong? Ja, das willst du wissen, ne? Ja, sicher. Nee, das sag ich dir nicht. Du hast deinen Böller eingedeut. Ich hab schöne Böhmchen für dich. Ich bin gerade in Hürth. Da fahre ich gleich mal, ist eine neue Map in GTA Online, die du willst. GTA Hürth. Genau, GTA Hürth. Boah. Einiger, wenn man macht das Laune. Würde ich mir echt mal wünschen, so mit deutschen Städten oder GTA auf Google Maps einfach. Google Maps 3D. Ja. Wäre irgendwie geil. Tobi! Ghost Rider heute hier. Ghost Rider Folge. Ich hinterlasse wieder eine Spur-Verwüstung. Alter Schwede, das war 6-6. Der hätte mich beinahe mit dem Flügel umrasiert, aber ich bin gerade noch ausgewichen. Alter, Finne. Sorry. Das war super. Sah geil aus. Machst du völlig richtig. Scheiße. Oh. Ich hab aber gesehen, Boah, ey. Alter, du Penner. Was soll das? Machst du da, Alter? Du hast mich zerschossen, du Sack. Ich doch nicht. Warum hast du das gemacht? Was denn das für eine Frage? Ah, jetzt kann mein Motorrad nicht mehr. Ah, jetzt ist der Reifen platt. War ich hier so scheiße? Ich bin so ordentlich gefahren. Ein Wheelie mit Platten ist geil, Leute. Lass mal Motorrad herholen. Ey, das, ich bin hier im Wheelie mit einem auf der Felge. Ich glaube, ihr müsst ja in der Nähe sein. Wo geht's denn lang? Wenn man da streng riecht. Boah. Was ist denn hier los? Boah, Alter, hier geht gar nichts mehr. Das hättest du wohl gern gehabt. Jetzt komme ich hier nicht mehr beim Geist an wegen dir. Flieg los, Avenger. Lass den Dennis einfach hier. Ach, wir fliegen jetzt weiter? Alter, wer dich killt. Gerade wollte ich sagen, so gemeint. Na, Tobi, ich entführe dich jetzt. Tja, das hättest du wohl gern. Ich stell dir mal aus. Das hättest du wohl gerne, wa? Komm, Tobi, wir schleichen ein bisschen. Wo müssen wir denn hin? Ey, das lässt sich viel besser. Das war mal ein Zeichen. Du hast mein Auto zerstört. Wo seid ihr denn jetzt? Ich bin ja mit Currywurst. Currywurst. Der Avenger hat uns einfach in die Luft gesprengt. Ich lass mein Motorrad jetzt hier stehen. Das wird mir zu blöd. Die ganze Zeit mit dem Hinterrad. Benni! Das ist auch eine gute Challenge, beim Motorrad an die Reifen zu schießen. Und schlackert schon gut. Bitte was? Ich kann dir mal zeigen, was gut schlackert. Oh Gott, ey. Ich will's nicht. Avenger, ich vertrag mich wieder mit dir. Komm her. Bilder an meinem Kopf, die ich dringend verdrängen muss. Weißt du, das ist die Heideldrau-Taktik. Übrigens, der bringt alle um und sagt, ich bin wieder lieb. Komm her, wieder Freunde sein. Guck mal her. Avenger freut mich. Boah, ich komm Avenger, hier nicht mehr. Avenger! Sehr gut, sehr super. Gut. Und nochmal in den Kopf schießen hier, sauber. Was?
Ihr wollt wieder Krieg. Das ist der einzige richtige Weg beim Eideltraut. Hier ist aber nicht das Geisterhaus irgendwie, ne? Wo wir sind. Alter, ich dreh mich hier am laufenden Band. Wer fliegt denn da nicht mit dem Segelflieger da oben? Ja, ich bin das. Ach so. Ich will aber nicht ins Fahrzeug einsteigen. Wer ist jetzt? Guck mal hier. Guck mal, okay. Oh. Das war's. Oh. Ich will nicht reinfahren hier. Ja. Wieso willst du mich denn schon wieder killen? Verpiss dich, Alter! Ja, du hast wenigstens den richtigen noch erwischt. So, wollte ich nur mal ganz kurz sagen. Ich habe eigentlich nur eine Granate dahin geworfen, mehr nicht. Das war aber echt ein Glückstreffer. Nee, das war schon, jetzt muss ich von dem Bullen fliehen. Entschuldigung, ich muss von dem Bullen fliehen. Dieses Mähdreschergeräusch. Cool, auf Sand geht die ganz gut. Ich dachte schon, die fliegt nicht. Juhu! Da bin ich, Freunde. Wo wollt ihr denn hin? Scheiße! Der heilige Mann! Ey! Oh, Entschuldigung, Benny, komm rein! Und die Bullen. Ah, der 616 hat den Heli. Oh, Mist, Benny, komm! Der hoch. Ja, der steht nicht auf! Alter! Der hat mich so hart mitgenommen. Okay. Benny, siehst du, was ich vorhabe? Oh nein! Wow! Ja! Ich will da rein. Alter! Yeah! Geil! Boah, nicht in so geil! In den Flieger oder in den Helikopter? Nee, nicht so geil! Ich lande! Flieger. Sind alle in einem Flieger hier! Wong ist gestorben! Ich bin ja, drin. Mir ist gerade ein Flügel abgerissen einfach! Alter, wer fliegt die Kiste denn hier? Pandoria oder was? Oh oh! Tobi kommt auch noch rein! Oh je! Yeah. Der Partyflieger ist voll! Okay, ich steig aus und nehme den anderen! Ich glaube, der Partyflieger ist gleich nicht mehr! Ich bin tot! Ich schnapp mir mal die Sniper, ich wenn auch. Ihr losfliegt. Ich bin auch tot. Da kommt die Schiff bestimmt am Schluss der Startbahn und wartet einfach nur. Nein! Ja! Oh, Alter Schwede. Das war so klar. Pandoria Killcounter plus 10. Was für eine Aktion, Alter. Das glitscht. Ja, den Geist wir, die ganze ich bin Zeit mal gespannt, ob wir den Geist heute noch sehen werden. Nee, aber der Weg ist das Ziel. Heute. Dieser Weg wird kein leichter sein. Okay, ich hab den kleinen Kunstflieger, aber ich weiß nicht mal, wo ich hin muss. Ja, lass uns doch mal alle zusammen mit dem Jet fliegen, ist da besser. Sonst hängen wir doch 2000 und noch was hier. Klar. Playmassive sitzt im Flugzeug. Ja, ich sitze im Flugzeug. Haben wir das Auto weg? Ich finde die Chromlackierung so geil. Da kann ja keiner rein, oder? Wie viele können hier rein? Oh, guck mal, ich hab auch einen. Ja, der spawnt total schnell wieder da. Cool, dann können wir nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen! Halt die Fresse! Granate! Nimm mir den Kunstflieger. Ich glaube, da kann keiner mehr rein, oder? Ne, Kunstflieger passt nur einer rein, glaube ich, oder zwei. Das ist doof. Nee, diese private. Und eine Granate passt da auch ganz gut rein. Okay, das war nicht so clever. Nee, jetzt nicht. Ich falle mal weg. Boah, wer schießt da? Wer schießt denn da? Ja, guck mal. Boah, Alter, was war das, Alter? Weg hier! Hilfe! Ich wollte doch nur Kunstflug. Nein! Die Verbindung zur Sitzung unbekannter Netzwerkfehler. Fick doch dieses Spiel. Oh Mann. Das gibt's doch einfach nicht, ey. Wer programmiert denn so eine Affenkacke? Die sitzen doch da ohne Arme im Programmierkeller und hauen mit der Stirn auf der Tastatur rum, Alter. Ich könnte jetzt den Namen nennen, aber ich lasse es lieber. Das programmiert doch kein Mensch. Das gibt's doch nicht, ey. Bobby, ist jetzt gut. Nee. Du hast gewonnen. Probier dich mal einzulongen nochmal. Kann ich dich schon einladen? Ich versuch mal Crewmitgliedern beitreten, wird wahrscheinlich eh nicht funktionieren. Alter, das gibt's doch nicht, dass der mich heute den ganzen Tag immer wieder aus dem Spiel schmeißt und das ständig... Ja, gerade heute. Ja, wir müssen da zum Glück nicht vorproduzieren oder so. Nee. Deswegen auch die kürzeren Folgen und heute klappt's wieder wunderbar, aber wenigstens hatten wir ein bisschen Spaß. Also das kann man ja nicht sagen, ich habe immer Spaß hier. Es konnte keine kompatible Sitzung gefunden werden, ich habe keinen Spaß. Ja, du musst eingeladen werden, ich bin ja aber gerade ein Flieger, deswegen ich lade dich ein, warte. Scheiße. Warte, hat vorhin auch geklappt. Ja, das habe ich ja gerade schon. Ja, wir haben ja mehrere Versuche gemacht. Ich esse ein Wurst. Ist hier was los? Ui. Die Kunstflieger machen am meisten Spaß einfach. Mhm. Oder? Die Düsenjets sind zwar auch nicht schlecht, aber ich finde irgendwie Kunstflieger. Was hast du denn schon wieder, hä? Dari! Mach jetzt mal ein kleines Kunststück. Was? Ist eh schief. Tobi. Der Tobi, der lässt alle im Hintergrund, der Drecksack. Tobi. Hat er wahrscheinlich einen Sniper. Alles geil, weil er nichts anderes kann. Ja, er kann das erstmal, mein Freund. Beim Faustkampf, ne, verkackt der Tobi voll. Benny, lande doch mal. Warte, ich schnapp dir mal lieber den Flieger, dann können wir irgendwann nochmal zum Geist kommen. Wir holen uns den Flieger hier. Der Tobi knallt uns sowieso wieder ab. Trau dem Dennis nicht. Ich glaube, ich logge gerade wieder auf irgendeinen Server ein, nicht auf eurem.
Aber das hat eben war ja eben auch das Problem, also in der Folge vor zwei Folgen. Ja, jetzt bin ich auf irgendeinem Server. Tobi, kannst du dich nochmal einladen gerade? Ja, oder ja, irgendwer? Warte. Einladung kommt. Ich höre hier Reggae-Musik im Fliege, der war ein bisschen rum, auch nicht. Ach Mann, ey, ich bin frustriert von diesem Spiel, muss ich ehrlich sagen. Ich bin langsam echt frustriert einfach nur. Nachvollziehen. Ich kann es nachvollziehen. Vor allem kann ich sowas auch nicht, den Zuschauern auf meinem Channel kann ich sowas nicht abliefern, Alter. Das ist eine Katastrophe. Sorry für die Leute, die bei mir auf dem Channel gucken. Oh, Walle, Alter. Sorry. Such mich mal, ey, versuch mich mal mit dem Flügel wegzunatzen hier, wenn ich auf dem Feuerwehr. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, ich bin gerade momentan echt, ich bin kurz davor, den ganzen Scheiß einfach abzubrechen, weil es mich echt so extrem frustriert, dass ich nie was zeigen kann, weil ich immer nur Ladebildschirme habe. Boah. Boah, doch, aber das ständig. Macht ja, wenn es dann läuft, auch Spaß. Ja, aber das ist so selten der, einfach der Fall. Das ist echt immer ein Glücksfall, dass es mal läuft. Boah, das war knapp. Ja, das war sehr knapp. Jerry, was machst du denn da hinten? Ich wollte eigentlich starten, aber... Ey, ansonsten müssen wir mal wieder ein kleines Folgenende machen und dann probieren wir da mal wieder eine neue Session und so. So, ich glaube, jetzt bin ich Tobinator, hat Heideltraut erledigt, das ist wenigstens eine frohe Botschaft heute. Ja, Mal jetzt. Ich greife den gar nicht an, ja? Ja, du hast mich die vorhin angegriffen, Pussy obwohl steht die ganze Zeit mit deinem scheiß Snipe-Pong, den ich töten. Das komm her, Tobi! Hässliches Kind, Alter. Und ich starte jetzt einfach wieder in der Stadt, starte ich jetzt wieder und muss den ganzen Weg wieder fahren. Wurde ich von einem Polizeiauto umgefahren? Wenn ich Zuschauer auf meinem Channel wäre, ich wäre echt genervt. So. Ja, das selber. Ist aber auch gar nicht so tragisch, weil ja! wenn du mal irgendwie einen Ausfall hast, es werden ja von uns allen auch noch Perspektiven. Ja, aber gefilmt, trotzdem ist das für mich scheiße, da brauche ich doch gar keine Folgen mehr bringen, wenn ich immer nur noch Ladebildschirme zeigen, die jetzt zu folgen. Ja, das ist aber ja nicht der Normalfall. Ja, langsam kommt es mir so vor. Das sind ja bei dir auch lustige Folgen zu sehen, so ist es ja nicht. Ja, momentan heute gar nicht. Also eine Folge bisher war, glaube ich, lustig, weil die anderen habe ich ja alles verpasst, immer. So, auf Dauer ist das so ein bisschen frustrierend einfach. Dawid hat mich abgeballert, im Flugzeug. Da geschieht der Rest! Komm, du darfst uns jetzt nochmal alle töten, Gronkh. Ach Quatsch, will ich ja gar nicht. Darum deine Aggression freien Lauf zu lassen. Es sei denn, ihr habt dieses scheiß Netzwerkding ja programmiert. Dann wäre ich. Dann wäre die Freundschaft gefährdet. Ich muss weg. Der Dennis nagt an deinen Kabel. Boah, wie nah kann man eigentlich so beim Boden fliegen mit dem Kunstflieger? Das klappt echt. Der gut, Dennis nagt an allem, was irgendwie länglich aussieht. Spricht ja jemand aus Erfahrung. Ja. Ich hab immer noch kleine Knabberspuren. Schwarzbein Wut. Wie muss ich den Job ja kriegen? Jetzt hört's aber auf. Der Let's Play-Onkel dreht aber durch heute hier, ne? Ist richtig krass. Na toll. Ja, also wir sehen uns dann erst leider nicht morgen. Wenn ihr top aktuell guckt, gibt's nicht morgen die nächste Folge, sondern dann übermorgen leider erst. Und ach ja, komm ey, mir ist auch langsam zu blöd, mich irgendwie für eine Folge zu entschuldigen, weil ich hatte ja auch Spaß irgendwo, weißt du? Das muss man halt auch immer sagen. Und irgendwie machen wir ja zwar viel Mist, aber irgendwie haben wir immer Spaß zusammen. Und auch wenn meine Challenge nicht funktioniert, ist es eigentlich auch nicht so schlimm, weil auch wenn viele meckern, nö, voll langweilig, ihr seid voll langweilig, da kann halt auch nicht immer alles. Und wir zeichnen ja hier auf und zeigen direkt alles, wie es so ist, ja, und schneiden ja nicht groß rum oder so. Und so ist es halt. Kann man halt auch nichts dran ändern dann oft manchmal. Wir überlegen uns hier halt diverse Challenges gemeinsam mit euch und so. Und mir ist der Motor gerade ausgefallen. Na, hör auf, ey. Passt. Waren aber schöne Schlussworte, die du da gefunden hast. Ja, genau. So, ich und deswegen, liebe Freunde. Ich bin auch tief berührt. Diese Ironie. Mach's gut, du Arschloch. Wir sehen uns wieder im Nirvana. Was? Mit dir will ich gerade nicht auf den Bahamas sein. Oh, ach, genau, geil, Alter, wir sind warm hier, Leute. Nee, noch nicht, noch nicht. Ich glaube bald. Noch nicht. Nee, aber leider nicht. Ich kann es aber schon, ich kann die Seeluft schon riechen. Ich so. Auch, also ich freue mich auch, sehr drauf. Tobi. Und deswegen gibt es leider auch nur jeden zweiten Tag Folgen, weil wir produzieren ja vor. Und hey, wir probieren da auch euch in unserem Urlaub dann irgendwie was zu bieten. Wir arbeiten da vor Ort ja auch und nehmen da für euch auch auf. Und vielleicht gibt es noch ein paar Überraschungen, abgesehen von Let's Play Poker. Mal sehen. Naja, wir sehen uns wieder. Tschüss. In der nächsten Folge. Ciao. Tschüss. Danke. Danke, ciao. Ich präsentiere dann wieder eine kleine Auswahl von Ladebildschirmen. Tschüss. Du hast die schönsten Ladebildschirme. Alter!
Ja, das Abmoderationsding hier, ne? Endcard und Outro oder wie man es auch immer nennen will. Wir flattern hier weiter durch die Lüfte. Ja, Ladebildschirm zum Glück nicht für Gronkh diesmal in seinem Spiel. Und in der nächsten Folge geht's dann weiter, oder? Ja, ich hoffe, dass es weitergeht. Ich fahre auf jeden Fall, ich schließe zu euch auf. Ich glaube, der Heideltraut hat gerade den Avenger erledigt, über mir, über dem Kopf in den Lüften. Ich habe das nochmal vor dem Ladebildschirm reingeschnitten. Vor dem Endscreen meine ich natürlich. Alter, ich sag nur noch Ladebildschirm. Ich glaube, am Ende zeige ich keinen Endscreen mehr, sondern Ladebildschirme. Ist authentischer einfach. Das Gute ist ja, und da alle zwei Tage jetzt, liebe Freunde, aber dafür gibt es ja auch noch sehr viele andere Projekte, an denen ihr viel Spaß haben könntet, theoretisch vielleicht. Ja, und hoffentlich. Ja, wie eben nicht, ne? Also ja, bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.